In einem vorherigen Video habe ich für diese Aufgabe, für diese Schaltung gezeigt, wie man diese beiden Ströme und den Gesamtstrom im Zeitbereich als Formel hinschreiben und ausrechnen kann. In diesem Video soll es jetzt mal darum gehen, sich das Ganze nochmal grafisch zu veranschaulichen, grafisch darzustellen. Und das mache ich in der Numerik-Software Octave, wechsle dafür gleich mal in den Editor und jedes Programm fängt immer damit an, dass man erstmal alle Variablen löscht, mit einem leeren Arbeitsspeicher sozusagen anfängt. Und jetzt wäre eben die Aufgabe, diese Gleichung hier, diese Gleichung und den Knotensatz hier unten und auch testweise nochmal die Gleichung für den Gesamtstrom in das Octave zu übernehmen. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall erstmal diese Werte hier und verschiedene Zeiten, denn wir wollen das ja in Abhängigkeit von der Zeit plotten. Also sage ich mal die Periodendauer. Oder ja, fangen wir mal mit der Frequenz an. Die Frequenz von unserer Netzspannung, auch wenn das jetzt nicht in der Aufgabe gegeben war, sind 50 Hertz. Daraus kann man eine Periodendauer ausrechnen. Das ist 1 durch f. Und dann brauchen wir mal ganz viele Werte für die Zeiten. Die sollen linear gestuft sein zwischen 0 und dieser Periodendauer t. Und wir nehmen da mal 1000 Werte oder 1000 einen Wert. Dann haben die schöne Abstände zueinander und wir brauchen auf jeden Fall noch die Kreisfrequenz. Die ist Omega mal 2 mal Pi mal f. So, und dann übernehmen wir mal diese Gleichung hier. Also IR von t wäre also Wurzel 2 mal die 10 Ampere mal der Sinus von Omega mal t. Und dann plus 30 Grad und diese Mathematikprogramme rechnen immer nicht mit Grad, sondern mit Radiant. Also müssen wir es in Radiant umrechnen durch 180 mal Pi. So, das Gleiche kann man auch jetzt machen für den Strom, der durch die Kapazität floss. Der hat ja die gleiche Amplitude, ein gleiches Argument der Winkelfunktion, gleiche Phasenlage, nur mit einer Kosinusfunktion. Und dann können wir auch schon daraus den Gesamtstrom ausrechnen. Der Gesamtstrom ergibt sich einfach aus der Summe der beiden Teilströme. Und das rechnet jetzt das Numerikprogramm hier auch ganz ohne Probleme weg, weil das ist ja nicht mehr wirklich eine Funktion mehr. Das sind ja einfach jetzt 1001 Zahlenwerte, nochmal 1001 Zahlenwert und die werden hier addiert. Und dann kann man das Ganze auch schon darstellen und sagen, wir wollen jetzt mal in Abhängigkeit der Zeit den Strom IR plotten, in Abhängigkeit der Zeit nochmal den Strom IC dazu und in Abhängigkeit der Zeit den Gesamtstrom. So, und das Ausführen, das geht hier oben mit dem Knopf. Jetzt muss man das einmal speichern, das nenne ich mal Aufgabe 111. Und dann haben wir da auch schon ein Zeitdiagramm. Die blaue Kurve ist die erste Kurve, das ist die Sinusfunktion. Die rote Kurve ist die zweite Kurve, das ist die Kosinusfunktion, aber jeweils noch um plus 30 Grad Phasen verschoben. Und diese orange Kurve hier, das ist der Gesamtstrom, das ist die dritte Kurve, die geplottet wurde. Wenn man das jetzt schön und richtig machen wollen würde, würde man jetzt hier auch noch natürlich in diesem Diagramm hier die Achsen beschriften und eine Legende hinzufügen. Das können wir uns jetzt vorstellen, dass hier unten sind eben die insgesamt 20 Millisekunden, eine Periodendauer bei 50 Hertz Netzfrequenz und das ist hier der Strom in Ampere. Und jetzt kann man sich schon überlegen, dass das vermutlich einigermaßen ganz gut passt. Also das, was wir auch hier von Hand ausgerechnet haben, dass der Gesamtstrom eine Amplitude von 20 Ampere hat und eine Phasenverschiebung von 45 Grad. Um das jetzt nochmal zu testen, können wir nochmal ein I-Gesamt sozusagen als Probe ausrechnen und sagen, das sollten jetzt 20 Ampere mal der Sinus von Omega t plus die 75 Grad sein, also 75 durch 180 mal Pi, um das ins Bogenmaß umzurechnen. Und dann können wir zu dem Gesamtstrom hier nochmal die Probe als Formel plotten und drucken und grafisch anzeigen und lassen das nochmal durchlaufen. Und jetzt sieht man, dass über der eben gerade noch orangen Kurve jetzt eine braune Kurve liegt. Die braune Kurve ist die vierte Kurve, also die der per
Knotensatz und der per direkt als Formel berechnete Gesamtstrom liegen aufeinander, was nochmal zeigt, dass diese Umformung hier mit dem Sinus und dem Cosinus halt passt und auf das, also zumindest in dem Fall hier, auf das richtige Ergebnis führt. So, und das ist dann eben die grafische Darstellung dieser Ströme für diese Schaltung. Und damit ist dieses Video eigentlich jetzt auch am Ende. Im nächsten Video geht es dann eigentlich erst wirklich mit der Aufgabe los, nämlich darum, den komplexen Gesamtwiderstand dieser Schaltung zu berechnen.